Am Donnerstagabend wurde Großalarm in der Gemeinde Südbrookmarlande Ortschaft Bedekaspel ausgelöst. Hierzu wurden Feuerwehr, THW, unzählige Rettungsdienste und auch das DRK alarmiert. Es hieß, dass es in einer Behindertenwohneinrichtung zu einem Einsturz kam. Die ersten eintreffenden Einsatzkräfte konnten glücklicherweise feststellen, dass die 20 Bewohner bereits vom Personal evakuiert waren und dass dort keiner zu Schaden gekommen ist. Es ist zu einem Einsturz einer Zwischendecke gekommen in einem Gruppenraum, in dem kurz vorher noch Abendessen gemeinschaftlich eingenommen worden ist. Die Bewohner der Einrichtung hatten sich aber bereits in ihre Zimmer und in andere Gemeinschaftsräume zurückgezogen, sodass sie alle nur mit einem großen Schrecken durch den Knall der runterkommenden Decke behaftet waren. Der erste Gedanke war, ob es sich vielleicht um eine Übung handeln könnte, und dann fährt man los. Und auf Anfahrt haben wir mitgekriegt, nein, keine Übung, scharfer Einsatz. Also Meldung war Haus eingestürzt, es stellte sich nachher raus, Zwischendecke eingestürzt. Und wir waren natürlich sehr erleichtert, dass die Personen erstmal ins Freie es selbst geschafft haben. Ja. Äußerlich ist an dem Gebäude erstmal so kein Schaden zu sehen. Jedoch, wenn man durch die Fenster guckt oder durch die Terrassentür, ist das blanke Chaos festzustellen in dem Gruppenraum. Die gesamte Zwischendecke ist in eins runtergekommen, hat Kabel zerrissen und auch diverse Leitungen beschädigt. Alle Einsatzkräfte sind glücklich darüber, dass sich keine Personen mehr in diesem Raum aufgehalten haben, da wir sonst in einer großen Katastrophe gelandet wären. Als Einsatzleiter geht man die Lage strukturiert durch. Also da sind Emotionen, versucht man erstmal zur Seite zu wischen, sondern guckt, wie viele Personen sind betroffen, welche Verletzungsmuster sind da, reichen die eingesetzten Kräfte aus, muss ich Hubschrauber oder Rettungswagen noch nachfordern, welche Betreuungskräfte kommen. Also da spult man einfach sein Programm dann erstmal ab. Ja. Die Bewohner dieser Einrichtung sind vom DRK und vom Rettungsdienst zusammen mit den Mitarbeitern zu einem Sammelplatz gebracht worden. Der Sammelplatz befindet sich hier im Gemeindehaus, das sofort zur Verfügung gestellt worden ist von der örtlichen Kirchengemeinde. Nachbarn unterstützen und auch Mitarbeiter, die halt diesen Einsturz hier zufällig mitbekommen haben, sind sofort zur Einsatzstelle mit angerückt und haben unterstützt. Die Bewohner dieser Einrichtung kennen die Feuerwehr bereits, denn in dieser Einrichtung ist bereits mehrfach eine Übung gefahren worden oder halt auch mal ein bisschen was über die Feuerwehr erzählt worden. Dies brachte gleich ein bisschen Vertrautheit für die Bewohner, sodass sie sich auch rasch beruhigen konnten. Sie waren schon erschrocken, aufgeregt und unterschwellig panisch. Der Baufachberater aus dem THW Ortsverband Aurich hat festgestellt, dass der hintere Teil des Gebäudes nicht mehr begehbar ist, also er ist nicht mehr in einem Zustand, dass man da jemanden reinschicken kann. Zum jetzigen Zustand ist das Gebäude dann also auch nicht mehr bewohnbar.